für mich. Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Na, jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen.
Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück.